So, wir kreuzen jetzt die Bundesgrenze von Sao Paulo nach Paraná und das machen wir hier ganz geschickt durchs Wasser. Und das bedeutet also, ich hätte mir alles das mit der Anämie und das alles sparen können, weil hier ist keine Kontrolle, nichts. Wir sind hier mitten im Dschungel und kreuzen hier einfach auf die andere Seite. So, ich werde jetzt mal versuchen, das Gleiche zu machen. Ich weiß nicht, ob die Stuten das so mitmachen, da durchzulaufen.